Weiter geht's im Battle City Turnier. Nämlich bei der Geist der Finsternis offenbart. Wer dieser ikonische Charakter hinten ist, weiß doch jeder, das ist Yami Bakura. Und wir kommen jetzt gerade an, das war das erste Halbfinale. Oder das erste Achtelfinale, muss ich sagen. Und auch gut, dass du mich. Ja, ja, es ist logisch, dass Kobe auch da ist. Ich habe Spaß auf der Zeit. Ja. Jetzt war Zeit. Siehst du, Christoph? Jetzt war Zeit. Jetzt war jetzt. Und gestern war gestern. So sprach Captain Obvious zu seinen Jüngern. Dankeschön. Bisschen jetzt in der Jetztzeit, auch als die Gegenwart genannt. Der ist Übersetzer, war garantiert besoffen und hat auch noch dazu kein Gehalt bekommen, als er das gemacht hat. War irgendein verzweifelter armer Typ von der Straße. Ich bezweifle, der hat, glaube ich, auch Geld bekommen dafür. Ja. Für die Battle City Turnierfinale. Für das Finale! Meine Güte! Das Turnier! Hey, schau, Joey, Yugi und Mai! Ja, was so ein kleiner Klubs. Super, wir haben alle 6 Lokator-Karten. Okay, schon. Kaiba, Joey, Yugi und Mai. Dann die ersten 4 Duellanten, das Finale erreichen. Der 5. ist Kampfwald. Wieder die Finale. Es war Marek mit dem falschen Namen Namu. Er freundet sich mit Thea und Julian während des Turniers. Ein Plan ging auf. Yugi lernt unseren Freund Namu kennen. Ich habe von dir gehört. Es ist eine Ehre, dich kennenzulernen. Jeder Freund von Joey und Thea ist ein Kumpel von mir. Ich bin so glücklich, von so einer einladenden Menge umgeben zu sein. Ich hoffe nur, jeder, den ich heute Abend kennenlerne, ist so freundlich wie ihr Leute. Und kann besser Deutsch. Ja. Hey, das ist Bakura! Was macht der hier? Was machst du mit einer Dual Disc? Vielleicht ist es der nervöse Geist, weil wir ihm immer noch nicht diesen scheiß Millenniums-Gegenstand abgenommen haben. Wie könnte ich sonst 6 Locator-Karten gewinnen? Und in das. Das! Wiederhol das eine Sekunde. Wann bist du das Turnier beigetreten? Wann bist du das Turnier? Und wiederhol das eine Sekunde. Was ist wiederhol das eine Sekunde? Wiederhol das mal. Und wann bist du dem Turnier beigetreten? Genau. Meine Güte, die 4 Fälle. Lernt das, Alter. Also, mein Bruder lernt demnächst wahrscheinlich Volksschule, Grundschule. Da lernt man 4 Fälle. Ich melde euch Übersetzer da mal an. Das würde helfen. Auf jeden Fall. Beigetreten? Hast du es denn den ganzen Weg bis zu dem Finale geschafft? Dem, oder? Ja, bis zu dem Finale. Dem. Ich weiß, Deutsch ist eine schwere Sprache, aber dann nimmt man doch bitte einen Übersetzer, der das kann. Wie schwer ist das? Das ist ein offizielles Yu-Gi-Oh!-Game. Das ist eine riesige, riesige Franchise. Das ist eine Schande, das ist traurig. Wen haben die da bitte eingestellt? Irgendein Typ, der gerade frisch so 2 Wochen Deutsch gelernt hat. Ach, du, ich hab gehört, du kannst doch Deutsch, keine Ahnung.
Sasuke-san, mach du das doch mal. Okay, ich kann Deutsch. Ich hab 2 Wochen gut gelernt, Deutsch zu sprechen. Los geht's, übersetzen ist so einfach. Das ist echt traurig. Wie kommt man da drauf? Oh, Mann. Office at work. Der 7. Finalist kam gerade rechtzeitig für um das Thema zu wechseln. Ich schau. Oder musst du Bank, oder? Ja. Also, warte, bei mir ist es irgendwie der Freeze. Kannst du kurz einen Bridge oder drauf neu starten? Natürlich nicht. So. Hey, schau, ist es der 7. Finalist? Der Kerl kommt mir bekannt vor. Das ist eine Visage, die man nicht vergisst. Deinen Namen? Ich bin Marvin. Da steht aber Odin. Odion. Ja. Odion, ich bin Marek. Weißt du, das ist wie sein RTL-Einsendung oder so. Mareks Handlanger. Odion. Über Namen. Mareks Name. Um Mareks wahre Identität zu verbergen. Er war als alles Teil von Mareks Plan. Alter, wie viele Male wollte Marek benutzen? Mareks Handlanger, Mareks Name, Mareks Identität, Mareks Plan. Marek, Alter. Das kann man irgendwie besser machen. Mareks Handlanger übernahm seinen Plan. Um ist seinen Namen. Sein Name. Das, was ein Teil seines Plans. Es gibt extra sowas wie verdammte. Alter, es gibt extra Wörter, die dazu da sind, um damit man den Namen nicht ständig wiederholen muss. Ist das nicht schön? Nein. Das ist Füllerwort, meint immer Marek. Ja. Das ist auch alles Marek. Genau. Ich werde deinen gedankenkontrollierenden Hintern treten. Und dann ist das Wort aber perfekt geschrieben, aber eigentlich. Aber klein, nee. Und Neologismus. Du bist ein Problem für mich, Dummkopf. Ja, du bist kein Problem, sorry. Der einzige Grund, warum ich dich nicht jetzt aus deinem Umhang schmeiße, ist, damit ich meine Energie spare, um dich in den Finale fertig zu machen. Verstanden, Kumpel? Lern Deutsch, Alter, das heißt sparen. Ich glaube, ich habe ihm Angst gemacht. Ich will schon jemand Angst machen. Der war gut. Nun, 7 der 8 Finalisten da waren, gab Heiker bekannt, dass, obwohl die Lokatorkarten diesen Stellen finden, es nicht Ort in der Battle City Finals war. In diesem Moment kam Kaibus Luftschiff. Als sie an Bord waren, war es Zeit für das erste Duell zwischen Yugi und Bakur. Ja. Aber Bakur wurde doch damals von Marek angestellt, um ihn aus dem Weg zu nehmen, oder? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube mich aber dran, dass sie irgendwie einen Pakt gemacht haben oder so. Ich glaube nicht ganz. Der war eigentlich verantwortlich, glaube ich. Yugi wusste, dass etwas nicht richtig ist mit Bakura. Ernsthaft, Yugi. Du hast schon einmal gegen den Schatten gemacht. Diese Typen sind so schlau, ne? Weißt du? Sie merken, dass der Geist des Rings den schwachen Bakura einfach übernimmt. Und was machen sie? Es ist bestimmt schlau, ihn mit diesem Ring zu lassen. Oh, was? Wie kann das denn sein? Bakura ist böse geworden? Keine Ahnung, wie das passiert ist. Steigt nebenbei zum Hauptbösewicht des Jahres auf. Weil sie zu fähig sind, ihn zu besiegen. Gleich am Anfang. Ja, echt so. Aber, Effekt am Rande. Wir steigen mit 7 der 8 Finalisten auf.
man hat den achten Felix noch nicht gesehen. Ja. Könnte wohl der achte sein. Ich weiß, dass nicht Bakula. Ich weiß, das ist nicht Bakula. Das ist der böse Geist des Millennium Rings. Wow. Und ich wette, er ist immer noch nach den sieben Millenniums gegangen. Er ist immer noch nach den sieben Millennium Gegenständen. Ja, genau. Das Duell wird härter, als jeder denkt. Ja, weil ihr auch alle naiv seid, ey. Ich muss gewinnen. Ja. Ich muss es gewinnen. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. Es war tot out, dann denke ich, der labert jetzt was. Na, jetzt. Bist du bereit, alles zu verlieren? Warum die ganze Aufregung? Was ist Umbakura Salz? Ich habe keine Ahnung, was diese Millenniumsgegenstände sind. Was? Namu, es ist irgendwie schwer zu erklären. Aber es ist nicht wirklich Bakura. Weißt du, Yu und Bakura haben beide diese echt alten Objekte, die magische Kräfte haben. Yus Gegenstand ist gut, aber Bakuras Gegenstand ist schlecht. Deswegen frage ich mich, wieso haben wir diesen Gegenstand noch nicht längst konfisziert, meine Güte? Das kann man doch irgendwo einsperren, in den See schmeißen, bei sich behalten, aber doch nicht bei dem Bakura. Der arme Typ wird ständig übernommen, der tut mir echt leid. Denn der böse Geist lebt in seinem. Also willst du mich sagen? Ja. Ich hab keinen Bock mehr, Mann. Da ist ein böser Geist, der sich gegen Yugi duelliert. Duelliert auch noch groß geschrieben, meine Güte. Das ist schwer zu glauben. Ja, Namo hat recht. Diese Übersetzung ist echt schwer zu glauben. Das wollte ich gerade auch sagen. Das Team hatte keine Ahnung. Ja, das Team übersetzt hatte keine Ahnung, wie wir übersetzen geht. Genau, das übersetzt hatte ich keine Ahnung, wie die Deutsch geht. Dass Namu eigentlich Marek war, dass der böse Geist, der den Karo besaß, für ihn arbeitet. Ah, doch. Ich hab's doch gesagt. Haha. Marek hat ihn angestellt. Nun, da die Einführung vorbei und erledigt sind, warum beginnen wir nicht dieses Duell? Duell. Ja, Duell. War es damals auch ein Schattenduell? Oder ein normales? Das ist ein normales. Der Bakura ist eigentlich mal scharf auf Schattenduell. Aber ich glaube, ich auch Deutsch. Das ist schon lange her. Ich weiß, dass Bakura so seine. Da mit seinem. Neues. Feld. Ja, Battle City. Wir sind jetzt auf einem Luftschiff deswegen. Schaut aber auch mal Zeit. Aus. Sieht cool aus, war auch mal Zeit. Ja, deswegen, es war ja so cool, weil du auf diesem riesigen Zeppelin da dich duelliert hast. Damals. Was ist denn das? Ich glaube, ich kann nicht mit der Karte krieg ein Monster mit allen Ausrüstungskarten. Ich spiel mit der Karte, dann ist mal schauen, was da kommt. Oh. Ein Monster mit 900 Angriff, 2 Verteidigung und eine verteidigte Karte. Oh shit. Oh. Aber jetzt sieht's nicht besser aus. Was ist mit. Nein. Das ist nur für einen Zug. Hätte man echt ein besseres Monster nehmen können. Das ist glücklich auf der Seite der Geduld. Ich hab das schwarze Magier-Mädchen jetzt. F. F steht für Freunde. Jeweils unternehmen. Das Unternehmen. U steht für uns, dich und mich. Ich steht für das und mich. Ich hab dich gekontert, weil du kannst dich für scheiß Teilen spielen. Er steht für Nase, weil du musst nicht jeder wissen, deine Freunde.
La 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 Schenkt sie das? Wieso ist so viel? Dass ich das Ganze wegdrücken muss? Ja, danke. Glaubst du das? Warte mal, was bewirkt die nochmal? Ich spiel die schon. Sie bewirkt, dass ich eine Ausdruckskarte auf ein Monster legen kann. Hm, deswegen, es gibt keine Ausrüstungszauberkarten, deswegen wird es auch nicht gegenseitig fragen. Denk mal vor eine Achtern. Ja, dann hoffen wir, dass Bakura ein paar Ausrüstung ist, aber krass. Spielt der eine kopflose Rüstung? Oh. Weil er kopflos ist. Ja. Ihm fehlt eher das Gehirn im Kopf. Ich bin so ein Schatz, Fragebiet. Yay. Beiden Sisters. Liegen jetzt richtig los. Aber jetzt hab ich. Ja, was hast du? Wieder dieses Special Element mit dem Schatzfeuermädchen. Im Namen des Mondes. Was? Falsche Seele. Du kannst es so. Oh, nee. Hamburg Moon. Oh, wir müssen die beiden dunklen Magier auf den Friedhof schicken irgendwie. Oh. Oh, und da holt Bakura seine. Heftigste Karte. Ja, ich würde jetzt diesen keltischen Wächter spielen und dann mit dem Magiermädchen den einen Angriffsmodus zerstören. Dann hoffen wir halt, dass der eine nicht zerstört wird. Weißt du, weil wir haben jetzt ja die Zylinder. Und wieder! The name of the moon, I will punish you! Nee, Der Gruppe ist der größte Fan. Ich habe die Serie nie gesehen, also. Ich auch nicht. Ich bin zu jung für die Serie. Dann haben wir ja die Zylinder. Ja, Kampf wird eröffnet, ja. Dann die Zylinder und dann spielen wir den. Ich glaube, der Drache hat mehr, oder? Nee, Magier hat mehr. Achso, ja, der Drache hat 2400, ne? Ja, dann spielen wir den dunklen Magier. Und zerstören Bakuras ultimative Masterkarte. Der Magier hat auch eine. What the fuck, Alter? Der hat auch eine Animation, was ist da los? Okay. Hat sein Spiel ein Update bekommen? Ja, ich wollte dir auch fragen, hast du irgendwann. Hat Bernie irgendwann mal ein Update geholt oder was? Oh nein. Achso, ich glaube, da war ja irgendein Effekt davon. Scheiße. Fuck. Ja, mach das mal. Gesammelte Kraft. Mach das mal, Mama. Yeah. Fall sein aus. Ich probier das mal. Nee. Nicht den. Ja, nee. Das hättest du nicht machen sollen. Das hat nämlich nichts verändert. Nicht? Nur weil. Nur weil du auswählst, welche Ausrüstungszauberkarten das auswählen, heißt es ja nicht, dass du die Ausrüstungszauberkarte besitzt. Du hättest ein eigenes Monster von Bakura auswählen sollen. Dann hätten wir den Magier zurückbekommen, sehr wahrscheinlich. Aha. So werden wir ganz knapp die Selfie schauen. Jetzt kriegt er die Animation. Aber hier ist auch der gute dunkle Magier aus dem Anime, weißt du? Aber die Karte hat nicht das Design davon. Das war ein eigener Fehler.
Ja. Da hat er erstmal schon im Gefängnis. Majestätischer roter Drache. Mhm. Ich glaube, jetzt gibt es schon einige Folgen von Yu-Gi-Oh! Auf Clipfish. Hm, ja, da habe ich auch das Duell geguckt zwischen Joey und diesem Tsunami, Marco Tsunami. Okay, ich weiß. Wo sind das? Oh, falls ihr noch diese Broschüre einbinden habt, jetzt beschreibe ich schon. Das ist interessant. Marilyn, die Kollegin 2, was ist das? Zerstöre was? Was steht da? Gibt es eine Zauberkarte? Sie wird der Beta sein. Zerstöre alle auf immer so ein Typ Unterwäldler. Oh, das würde ich echt, das würde ich darauf warten, bis Bakura seine ultimative Karte spielt. Und dann, wenn es Zauber zerstört wird, das soll zu machen. Weil Bakura denkt, glaube ich, nur Unterwäldler-Karten, soweit ich das. Ich wollte dir auch vorschlagen, dass du nicht Beta opferst, sondern halt so einen Lappen da, den Wolf. Den Wolf. Boah, das ist echt eine krasse Karte, weißt du? Du hast ein dunkles Magier-Mädchen, kriegst du direkt einen dunklen Magier noch dazu. Schon geiler Shit. Seine ultimative Karte spielen kann. Was ist das? Dunkle Geisterstimme. Was hat das bewirkt? Ich glaube, es ist wichtig. Erstes Mal. Ja, würde ich mal sagen. Stockt nur bei diesen Special-Animationen. Ja. Aktiviere diese Karte nur, wenn der Gegner ist. Annulliere den Angriff und wähle ein Monster. Sie Gegner mit das Monster greift stattdessen an. Okay, ja. Pff, hat nicht viel ausgewirkt anscheinend. Das ist fertig geklärt. Elegant. Ja, die Karte habe ich auch in Rare oder so ein Scheiß, wie das auch heißt. Ne? Jetzt können wir, glaube ich, warte mal, ich würde nochmal. Das war nicht gut, weil 2800 Verteidigung können wir nicht umgehen und der Kreis hat dann eh nichts gebracht. Weißt du, was ich meine? Bevor du die Schwerter spielst, lest du ja den. Spielt er nicht. Das bringt gerade gar nichts. Naja, bevor du angreifst, ne? Echte Scheiße. Ich lass mal den Effekt der Karte durch. Von welcher? Von dem dunklen. Von dem gegnerischen Monster. Dunkle, hast du den Kreis reißen müssen? Ja. Lies mal durch. Und der Endphase wird sich durch Kampf oder durch
Kriegen, oder solange sie eine Monsterkarte war, die die gehörte, was war's? Ja, machen wir's. Sie solltest du damals mit der Fallenkarte ein anderes Monster ausgerüstet haben. Nee. Das hättest du erst machen sollen im nächsten Zug, dann hättest du auch direkt angreifen können. Und jetzt kann sie direkt den dunklen Magier übernehmen. Das war auch nicht schlau. Jeden Zug. Was ist das so? Ist jetzt immer diese Animation mit Schatzfragemädchen. Das war früher nicht. Hat der 3 oder was? Ja. Yeah. Die Bildschirmübertragung ist wieder stecken hängen geblieben. Ja, wir haben was anderes gemacht. Was? Glaubst du nicht, dass es an dir liegt? Nein. Tja, dann glaubst du falsch. Magiermädchen in Angriff gelockt. Warte mal, ich würde das später machen. Nee, das sollte ich auch nicht machen. Guck mal, ich würde erstmal, wie viel Angriff hat das Magiermädchen? 2000, ne? 300. Ich würde erstmal das. 2200? 300, weil der magische am Boden liegt. Achso.
Ich würde erstmal das zerstören. Ja. Und dann, im nächsten Zug, will ich die mystische Box nutzen. Um. Halt, ja, warte. Vielleicht glaube ich es. Okay, das bringt eigentlich nichts. Das bringt im Moment noch nichts. Das Nachhinein sind auch blöd. Ah ja, du könntest. Ja, genau. Du benutzt die Gedankenkontrolle, übernimmst die spezial geile Karte von ihm und dann nutzt du diese mystische Box, glaube ich. Ich weiß nicht, wie das. War das nicht so sein? Nee, warte, fuck. Du zerstörst noch mit deinem eigenen 20. Ja, egal. Weißt du was, dann. Egal, dann gibst du die Kontrolle über den Magier. Dann. Nee. Was machst du? Oh, Benni, dadurch hat sich nichts geändert. Was machst du da? Das ist doch der logische Schritt, dass du ihm dann den Magier gibst. Und wir werden uns bald das dritte Duell sehen. Gib mir den Magier. War das nicht so gedacht? Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. Ich hoffe sogar, dass Bakura gewinnt. Er hat es mehr verdient als du. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Bakura. Verdienter Sieger hier. Wer der einfach behindert ist, ey. Spaß. Ich bin gefährdet in Utilität. Hashtag Bernie sagt. Und auf ein drittes. Ach Gott. Deinen Kumpel überzeugt, wenn du es jetzt nicht zu bringen. Okay. Aber schnell genug besiegen. Verzögerung.
Das soll ich den Dunkel Mai aber schon. Weil ich auch Sniper spiele. Und wieso hast du mit 1700 angegriffen? Ja, weil ich's kann. Wow. Komplette Hand abzuwerfen und bitte auf meine Hand abwerfen und eh recht lassen. Schrei vor der Himmelstrohre! Selber traurig dann, wenn er mit dieser Puppe deinen Slifer übernimmt, weißt du? Ist ja richtig sad, sad situation. Ja, legst einfach seine. Nein! Wieso hast du nicht den dunklen Magier abgelegt? Das war die perfekte Möglichkeit, Perry. Stattdessen legst du eine wertvolle Zauberkarte aus deiner Hand ab. Das sind die taktischen Fehler, die du begehst, Perry. Siehst du, und jetzt zerstört sie sogar dein Monster deswegen, weil du den dunklen Magier nicht abgelegt hast. So, Perry. Da siehst du es, ey. Da siehst du, was du mal anstellst. Jetzt beschwörst du einfach Kuribo, weil du denkst, fick das, Alter, ich will. Vervielfachen, ne? Es gab mal in so einem Turnier so ein Schauduell mit dem amerikanischen Synchronsprecher von Yugi und Mai. Da hat er Vervielfachen gespielt und dann war es einfach nur so, dass die dann so Kuribos über sein Spielfeld gespammt haben und so. Das war ziemlich witzig. Wie es halt so in der Serie war, weißt du? Ziemlich unglaublich. Kann das Life nicht beschwören? Ja, mit Tokens geht das, glaube ich, nicht. Wahrscheinlich steht es dann in dem Effekt, dass du mit den Tokens keine Opfergabe machen kannst. Kann ich dazu gut? Ja, kann ich dazu gut. Ich muss komplett die Hand abwerfen. Ja. Tschüss, Leifer. Bringst uns gerade nichts. Nee, das würde ich. Gerade lassen. Was bringen die, scheiß Buch? Ja, okay, nur für dunkle Magier. Okay, gut. Tja, da wir jetzt irgendwie alle Monster gefickt haben, die wir opfern können, irgendwie bringt das doch gar nichts, ja. Müssen wir wieder auf ein Monster warten, bis wir Tribut brauchen, dann können wir. Ja, ist auch wieder schon verkackt. Hab ich. Ich gebe auf. Boah, Alter. Ich Spaß mit dem Controller, also ich glaube, ich sollte spielen. Ich glaube, das lassen wir nach den Felsen heute. Ich bin heute nicht in Duell gut sein. In Duell gut sein. Weißt du was? Dann hör diesmal einfach auf jeden Kommando, den ich sage, okay? Vielleicht ja. Kommt es besser. So wie du es jetzt schon sagst, ey. Komplette Ironie in diesem Satz. Ja, ich glaube so. Ich höre das etwa nicht. Schau mal dieses eine 5 Ding da an. Ja, werfen wir jetzt etwas. Sie kann dann das Normalbeschreibung oder Schiffbeschreibung beschreiben, indem du deine Kastellwisch mit dem Deck hinzufügst. Okay, gut, ja, interessant.
Der hat nur 1300. Kannst du mit Gamma zerstören. Ich hab einfach mit Gamma Near Life. Da ist auch, wenn du ganz sicher sein willst, Gamma auf Verteidigungsmodus gespielt. Er hätte dann sowieso den. Hätte eigentlich sogar noch höheren Schaden durch dich bekommen. Und das wäre safer gewesen als im Angriffsmodus. Halt, wenn du darüber nachdenkst, ein Opfer zu spielen. Tag voller Frieden. Hilft das so. Und dann speziell herbeigerufen Totenkopf und natürlich die Fallenkarte. Ja, der hofft echt nur, dass er diese eine Spezialkarte hat. Und da hat er sie direkt. Dunkle Todesfrucht steht da oder Furcht? Warte, nee. Zerstörer offen. Nein. Ich sag nein, Bernie. Und jetzt spielst du sogar noch einen Diener. Du hättest keinen Diener spielen sollen, aber jetzt bekommt er den. Bernie! Und das war's für uns, Partner, liebe Freunde. Wir sehen uns das nächste Mal. Nein. Dann sag ich hier nichts mehr. Kannst du sehen, was passiert. Okay, wenn macht sich gerade keinen Unterschied, dann wenig was. Ja, zu spät, du hörst gar nicht. Du wartest gar nicht drauf, was ich sage, und dann beginnst du zu handeln und dann kommt das da. Ja. Nein, es war überlegt. Was war daran überlegt, dem einen Monster von dir zu schenken? Was war daran überlegt, deinen herbeigerufenen Totenkopf zu zerstören, ohne die verdeckte Karte vorher anzugreifen? Was war daran überlegt? Also, ja klar, du hast dafür überlegt, aber ob das jetzt wirklich schlau war, ist die andere Frage. Wie ist, weil diese Karte, die da ist, hättest du immer noch voll zerstören können. Weißt du was? Jetzt kannst du dir eine Fallenkarte nutzen, die die Ausrüstungszauberkarte verändert. Auf eine Karte von Bakura machen, dann kriegst du deinen Krieger zurück. Kannst dann den Opfern. Nein, spiel niemanden. Spiel keinen Monster. Spiel keinen Monster. Aktiviere erstmal diese Ausrüstung. Nein. Kann nicht. Wieso kannst du nicht? Weil ich sonst tot bin. Nein! Wieso bist du sonst tot? Ich hab noch nicht mal meinen Satz ausgesprochen und du ignorierst das direkt wieder. Ich würde diesen keltischen Krieger auf sein Feld lassen. Weil? Siehst du nicht die Karte da hinten? F-I-N-A. Da fehlt das L. Das ist so wie Exodia. Sobald ich den hinten im Feld frei hab, spielt er das L aus. Ich bin tot. Ich muss ihm hinten die Karte lassen. Fein. Ja, wie willst du das Duell gewinnen? Aber siehst du, deswegen hast du nicht zugehört. Mein Plan sorgt dafür, dass du gewinnst. Hättest du mich ausreden lassen sollen. Ich habe nicht gesagt, dass die Karte zerstört wird, sondern durch die gesammelte Kraft wird es auf einen seiner Diener geändert. Das heißt nicht, dass die Karte verschwindet. Und er kann sie nicht mal zerstören. Und du kriegst sogar deinen keltischen Krieger zurück. Siehst du, also war mein Plan perfekt für die Situation. Okay, egal.
Du kannst eh nicht das Duell gewinnen. Weißt du, du musst eh den Kelchkrieger zerstören, wenn du seine Lebenspunkte reduzieren willst. Wir haben keine Zauberkarten, die ihm Lebenspunkte abziehen. Deswegen besser, dass du jetzt handelst, bevor er die Karte. Das war nicht schlau, weil dadurch kann er das bekommen, oder? Nee, das wird automatisch gegeben. Aber ich kenne dieses Final nicht. Nee, er muss noch ziehen. Ist gut, ist gut. Sehr gut. Du meinst Elf, also es bildet Final. Ja. Allerdings, wenn er nochmal diesen Final-Effekt aktiviert, kannst du das mit diesem Schweizer Taschenmesser zerstören. Ja, das habe ich auch gerade vor. Sehr schön. Fein. Nee, das musst du eigentlich gar nicht. Ja. Will ich trotzdem die Hüte hinlegen. Das ist ja wahrscheinlich, dass er noch ein weiteres L hat. Nee, das wird automatisch gerufen werden. Oh, weißt du? Er hat nur gewonnen. Er hat nur ein L. Okay. Ja, hast du es nicht geschafft, Ben? Noch nicht. Okay, aber nachdem du es geschafft hast, kannst du die Bildschirmzeit nochmal neu starten. Willst du einfach so ein paar draus cutten oder so, keine Ahnung. Nein, ich lasse alles drin. Schaut sich doch keiner, also mit der Länge schaut sich keiner das Video an. Gut, alles in Ordnung. Was? Hey, wo bin ich? Du bist jetzt mit deinem Freund, Bakura. Wow. Aber immer noch mit dem bösen Geist um deinen Ring. Bin froh. Kur ist in Ordnung. Dieser Millennium Ring ist mein Puzzle. Er hält einen antiken Geist, der jemand anderem braucht, um zu existieren. Und auch wenn der Geist vom Böse zum Ring böse ist, Bakura gegen seinen Willen steuert, erscheint er braucht
Dragon, dennoch Bakura umgebracht. Scheint es brauchbar, dennoch Bakura umzubringen. Egal. Und dann, wieso nimmt es ihn nicht von Bakura weg? Dann stirbt er doch. Ja. Aber es ist eine große Geschichte. Ja, Bakura. Was ist das? Das ist der Unterschied. Der ja. Geist, mein Gegenstand, mein Freund. Und du und ich sind immer für uns da, um uns gegenseitig zu schützen. Egal, was auf dem Weg kommt. Du warst da, um mir zu helfen, als dein Großvater die Schwierigkeit war. Jetzt bin ich, um dir zu helfen, die Welt von den Böseren. Ja, genau. Mach mal was. Ich verspreche, dass wir zusammen das Geheimnis deiner Vergangenheit rausfinden. Wie du deine verborgenen Kräfte entsperrst, bevor Marek sie nehmen kann. Weil dein Schicksal ist auch meins. Wir werden gewinnen. Wir werden Sieger sein. Das ist richtig. Ein hartes Duell. Aber dank unseres Teamarbeit und Herzlichkeit waren wir erfolgreich. Jetzt gehen wir auf weiter zu. Wir werden es den ganzen Weg. Wir werden es den ganzen Weg schaffen. Endlich feiern wir so. Haben wir ab und Final. Und diese Scheißbuben. Als nächstes kommt das Erwachen des Bösen. Das, was mit dem Partner wir haben schon zu lange gemacht, das Ganze als Show. Tschüss.